The Internet has this funding myth that it's a very central. Das Internet ist ein dezentralisiertes Ding seit Anfang, aber wenn man sich die tatsächliche Verwendung heute anschaut, dann geht vieles durch zentralisierte kommerzielle Anbieter wie Google, Amazon oder Facebook. Und es gibt viele einzelne Punkte, Autoritäten, die den Zugang weiter kontrollieren zu Inhalten. Unser Sprecher Will Scott, ein Akademiker, hat an verteilten Systemen und Sicherheiten gearbeitet, unter anderem. Er ist der Meinung, dass das Internet diese zentralen Kontrollpunkte nicht haben sollte. Er wird uns erzählen, welche Buildingblocks, welche Bausteine es gibt für ein dezentralisiertes Internet, das widerstandsfähiger gegenüber zentralisierten Angriffen ist. Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier reden darf. Und es ist toll, so viele Leute bei dem Event hier zu sehen, auch wenn es nur online ist. Als ich über den Talk darüber nachgedacht habe, gab es eine verschiedene Reihe von Botschaften. Wenn ich darüber nachdenke, was wir haben im Punkt der Dezentralisierung, was gebaut wird, dann sieht es auch sehr vielversprechend aus. Die zweite Message ist, dass die Blöcke für die Dezentralisierung noch viel am Anfang stehen. Es gibt noch viel zu tun. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ich will mit einer Geschichte anfangen. Diese Geschichte, da geht es um den Aufbau von Communities, die neue Systeme bauen. Die erste Frage ist, wie baut man eine solche Community? Die Antwort haben wir zum Beispiel in Form von diesem Event hier heute. All the systems of discovery. Und es gibt a whole talk here that Systeme für Discovery. Wir haben da keine Zeit für, aber es geht um Leute, die die gleichen Interessen teilen. Wenn wir über dezentrale Technologien reden, dann hat man eine Community und man will sie aufrechterhalten. Und wir haben eine Reihe von dezentralisierten Tools und ein großes Ökosystem dafür. Wir können unsere Community finden, wir können mit Federated Systemen wie Mastodon oder Jitsi uns unterhalten, wir können unsere eigenen Dateien speichern, wir können mit GitLab an Softwareprojekten zusammenarbeiten. Und wenn man über dezentrale Systeme nachdenkt, die dafür sorgen können, dass eine Community unabhängig und selbstständig ist, dann gibt es eine Reihe, die das sehr gut tun, eine Reihe von Systemen. Und was wir jetzt machen, wir bauen neue Dinge, die den Einstiegshürde senken. Und was wir heute sehen, es gibt solche Dinge, es gibt neue Systeme wie Radical, die es einfach machen können, Software laufen zu lassen, und man muss sich nicht über die Komplexität wie Server und Hosting Gedanken machen. Also wir haben eine Reihe von Bausteinen, mit denen man das machen kann. Also man hat die Community, die sich um eine Idee geformt hat oder auch eine Ideologie. Man kann Software bauen, herstellen. Und diese Idee kann dann wachsen. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist der nächste Schritt, wie sorgt man dafür, dass diese Idee weitere Leute findet? Und man, dann ist es so, dass man es nicht mehr selber hosten kann auf den eigenen Server. Wir haben jetzt Bausteine, Systeme, Design Patterns, mit denen man die eigenen Systeme scalen kann.
Und diese sind noch nicht ganz so weit entwickelt. Es gibt noch nicht so viele Benutzer für diese Systeme, aber man kann, es gibt dezentrale Systeme wie IPFS, verteilte Datenbanken, Abstraktionen, Paperswarm oder andere, mit denen and allow for some Messages dezentralisiert hin und her geschickt werden können und eine Art von Synchronisierung ermöglichen. Diese Nachrichten können rausgehen an Millionen von Benutzern, ohne dass man zentralisierte Systeme wie Google oder ähnliches benutzt. Man kann also damit nicht nur die eigene Community unterstützen, sondern auch andere Communities. Das ist allerdings weniger entwickelt. Und der nächste Schritt dann ist eben noch sehr viel weniger entwickelt. Jetzt geht es nicht darum um virtuelle Dienste, sondern um die Interaktion mit der echten Welt. Denn also wenn man über die Tech-Stacks nachdenkt, dann sind die Zentralisierten nicht wirklich nur digital, sondern haben Berührungspunkte mit unserem echten Leben. Kryptowährungen, was daran interessant ist, zum Beispiel, sie schlagen eine Brücke in die echte Welt, in finanzielle Systeme zum Beispiel. Und das Versprechen dezentralisierter Systeme ist, dass man eben diese Systeme dezentralisiert aufrechterhalten kann, die eben mit der echten Welt Berührungspunkte haben. Man kann einen Contract aufrechterhalten, wie diese Interaktion funktioniert und das aufrechterhalten. Regulation systems, see as the source of all of this accumulated power and go after and are able to then influence or manipulate. Ist man natürlich in der Lage, ein bisschen darauf Einfluss zu nehmen, was die Community so macht. Diese Entwicklungen, die Systeme sich entwickeln, man hat etwas, was in einer dezentralisierten Form vorliegt und dann in der Lage zu sein, damit zu interagieren. Genau. Und das kommt halt, diese Fortschritte in der Kryptographie helfen uns und wie man es sozusagen umsetzen kann, diese Interaktion zu tätigen. Was ich mit dem Rest des Vortrags gerne machen möchte, ist, ich möchte anfangen, ein bisschen darüber zu reden, was ich dezentralisierte Systeme nennen würde, um uns eine Größenordnung zu geben, und dann würde ich abstrahieren. Und möchte über die darunterliegenden Modelle und die logischen Systeme sprechen, die in vielen von diesen Systemen vorliegen. Und dann würde ich gerne über zwei Wege reden. Die eine Sache ist, wie man diese wachsen, die Sachen, die wir kennen, das, was schon existiert, die Technologien, die an Schmerzpunkte ankommen. Und die andere Sache ist die Eigenschaften dieser Modelle, die uns schon beeinflussen. Wie wir darüber nachdenken können, ob es noch Alternativen gibt, ob es die Eigenschaften sind, ob wir da Sachen verbessern können als im aktuellen System und wie wir das machen können. So. Wenn wir jetzt angucken, was es für GIS-Systeme gibt, dann ist BitTorrent eines der größten dezentralisierten Systeme in einer gewissen Art und Weise. Es gibt 3-4 Millionen aktive Nutzer pro Tag. Das fängt an, eine bedeutende Prozentzahl der globalen Bevölkerung zu werden. Wir können auch noch andere Sachen über BitTorrent sagen, die interessant sind. Du hast viele, viele Nutzer.
Aber du hast auch die Layer, wie man neue Tokens findet. Und dieser Layer, der muss existieren. Und man muss die Peers entdecken können, die man haben möchte. Also wenn du federierte Instanzen von BitTorrent hast, musst du die erfinden können. Wenn es ungefähr 400 offene Tracker gibt, dann muss man die auch pflegen. Und dann hast du noch die DHTs, die verteilten Hash-Tabellen, die von normalen Peers gemacht werden. Und es gibt ungefähr 4 Millionen Torrents, die in dieser verteilten Hash-Tabelle integriert sind und quasi die an BitTorrent teilnehmen. Ein anderes federiertes System ist Mastodon, die hatten auch ein sehr gutes Jahr. Ein gutes Beispiel für das Fediverse im Generellen. Ungefähr so 3 Millionen Benutzer. Generell gesagt sind das ungefähr 50 verschiedene Projekte. Es gibt ungefähr 5000 aktive Server. Diesen Herbst gab es Messungen aus der Gemeinschaft, also aus der Community, die gesagt haben, wie viel Aktivität da so basiert auf Mastodon, ganz speziell. Und die haben herausgefunden, dass ungefähr 70.000 Tooting-User da sind und die tooten ungefähr 30.000 Mal am Tag. Diese gemessene Aktivität ist kein unerwartetes Verhältnis zu den aktiven Nutzern. Die meisten Leute dort posten viel öffentlichen Content. Also breiter gedacht könnte man auch sagen, fundamentale E-Mail-Technologie wie E-Mail ist irgendwie immer noch floriert. Es gibt 6 Millionen E-Mail-Server mit unterschiedlichen IP-Adressen und dasselbe Protokoll laufen lassen, das ICMP-Protokoll laufen lassen. Und es gibt einen Haufen WordPress-Server, die das auch machen, die durch Kommentare federieren und so fort. Jitsi? Dann gibt es da. Jitsi, die hatten dieses Jahr auch ein gutes Ding. Die haben ungefähr 20 Millionen User. Sie haben nicht gesagt, wie viele unabhängige Instanzen sie haben. Das ist ziemlich schwerer zu messen. 2,5 Millionen User und haben ungefähr 11.000 unterschiedliche Instanzen des Matrix. Okay. Jetzt gucken wir uns wieder mal nach externen Einflüssen an. Es gibt IPFS, die haben 2 Millionen Nutzer dieses Jahr erreicht. Das ist ungefähr so kritisch wie BitTorrent. Ein kleinerer Kern von aktiven Teilnehmern, um zu versuchen, bessere Latenz und Verfügbarkeit zu garantieren. Und es ist aber auch schon 5.000 bis 10.000 verteilte Hash-Tabellen-Knoten ungefähr groß. Und es gibt auch wieder 100.000, die es auf dem Desktop laufen lassen. Und es ist nicht ganz klar, ob sie über einen Webbrowser darauf zugreifen wollen. Und dann gibt es ungefähr 20 Millionen verschiedene Content. Ungefähr 8 Millionen pro Tag werden SSB ist ein offline zuerst dezentralisiertes Netzwerk. Es hat ungefähr 10.000 Benutzer. Und es benutzt öffentliche Server als einen Mechanismus, Sachen zu speichern und weiterzuleiten, wenn Nutzer offline sind. Es hat ungefähr 100 davon. Vorher habe ich gesagt, dass es ähnliche Systeme gibt. Dieses Netzwerk geht wirklich weiter, was die Dezentralisierung angeht, ohne auf kleine, unabhängige Sachen angewiesen zu sein, Plattformen angewiesen zu sein. Und dann gibt es natürlich noch Bitcoin zum Schluss. Bitcoin hat ungefähr nur 1 Million aktive Adressen für Accounts.
Und ungefähr 11.000 Knoten, die das gesamte Bitcoin-Protokoll laufen lassen. Das ist kein Verhältnis, das Verhältnis ist nicht vergleichbar mit den anderen Sachen, anderen Technologien. Du hast also diesen großen Sprung zwischen Nutzern und Servern. Also die Knotenpunkte, die viel mehr in Koordination machen, sind etwas höher. We can see in the Bitcoin-Fall ist es in order to validate and run so, wenn du das ganze Protokoll liefern möchtest, musst du halt ganz schön viele Daten vorrätig haben, ungefähr 3 Terabyte. Also das ist zu teuer, das einfach schnell mal selber zu laufen zu lassen auf deinem Desktop. Das kostet dich zu viel. Du musst, um das Protokoll ausliefern zu können, diesen Speicher haben. Und daher können wir sagen, was sind die Gemeinsamkeiten in diesen Systemen? I want to start by you know, I included in that, you might notice, like a lot of federated systems. And we can think of federation. Ich möchte damit anfangen zu sagen, es gibt sehr viele verschiedene Bausteine für diese Zentralisierung. Im Gegensatz zu einem zentralisierten Facebook oder Google. To these federated systems. Matrix, um die federierten Dienste zu nutzen, wie Jitsi, gibt es viele Instanzen des Servers, aber der Server ist nicht der Client. Then, you know, there is this distinction. Man muss diesen Unterschied machen bei Dingen wie BitTorrent, wobei da der Tracker sich von dem Client unterschied. Und der Punkt hier ist, And this is, you know, I think und why deswegen I think denke federation ich, as a lot of the part is that what federation is doing in some federation sense is extra, externalizing the heterogeneity of werden die Ressourcen externalisiert, some nodes that are more powerful, that are going to be an Dienste, die immer an sind, die Bandbreite haben. And bei federierten Systemen we sort of explicitly run a different haben wir eine bestimmte Software, die das bereitstellt. Das ist die Server-Software und die sagt, sie ist die Server-Software. Bei Peer-to-Peer-Netzen traditionellerweise ist das eben anders. There end up being heuristics that try and do the same thing. That try and guess, should this node, die föderierten Systeme versuchen zu raten, ob jetzt ein bestimmter Node noch eine mehr Last übernehmen sollte und Ressourcen bereitstellen sollte. Und die Ressourcen sind nicht gleich verteilt. Manche haben mehr Bandbreite, mehr Availability, mehr Verfügbarkeit und dein System kann dieses dann nutzen. Das ist vielleicht eine Art von Cheaten. Vielleicht sind es zwei verschiedene Systeme. Also welches, wie kann ich die dezentralisierten Protokolle verwenden und wie werden die Ressourcen bereitgestellt? You can say, do I need to figure out how to have good heuristics, or do I just start with herausfinden, wie kann ich eine gute Heuristik bereitstellen oder fange ich einfach mit einem bestehenden Dienst an. Und ich kann Packaging bereitstellen und das selber bereitstellen oder mich eben einen bestehenden Dienst verwenden. The counter, right, is that you think of message passing and man soll also darüber nachdenken, wie die Messages, die Botschaften, die Nachrichten hin und her geschickt werden und wie das Kommunikationsmodell aussieht. Und bei dem dezentralisierten System schauen wir uns jetzt mal einen einzelnen User an. This is what Secure Scuttlebutt uses in a sense, or is based on initially. And the basic zugrunde liegende Konzept dahinter ist, ich habe eine Nachricht und ich möchte die ausschicken. Und diese Nachricht wird sozusagen durch das Netz verteilt, durch das dezentrale Netz. And wir haben einige Optimierungen auf diesem Basiskonzept, zum Beispiel, ich schicke eine Nachricht, die die Nachricht identifiziert. Wenn die Nachrichten dann, also der Empfänger kann schon gucken, ob er diese Nachricht schon hat, und wenn ja, dann brauche ich sie nicht einmal auszuschicken und habe keine Arbeit für alle Kanten.
eine Sache, die nicht stimmt, wenn man da anfängt, ist, es gibt kein Konzept, dass das Netzwerkstruktur irgendwie selbst in den Vordergrund stellt. Man muss also in Isolation überlegen. Was man nicht hat, ist eine Möglichkeit, um dann zurückzulaufen und das gesamte, also einen Schritt zurückzugehen und das gesamte Netzwerk anzugucken und nützliche Sachen darüber zu sagen. Eine dieser Sachen, die schwer zu sagen sind, ist, wird eine Nachricht an den Empfänger ankommen und wie lange wird das dauern? Das sind alles Fragen, die sich über die Struktur und die Verbindung des Netzwerkes beziehen. Und das ist schwierig, diese Sachen zu paaren mit Sachen, wann soll ich neue Verbindungen aufbauen, wann soll ich Sachen pflegen und wie kann ich diese Netzwerktopologie stark halten, kräftig, mächtig halten. Also es ist eine der Sachen, die wir vielleicht weiter bedenken müssen, wie man diese Sachen kombinieren kann, dass man bessere Garantien und besseres Verständnis für die dynamischen Eigenschaften des dezentralisierten Netzwerks erhält. Wir haben sehr wenige Eigenschaften, mit denen wir nützliche Sachen über diese Systeme sagen können, in Isolation. Ein bisschen was, um sich ein Gefühl dafür zu beschaffen. Die andere Sache, die wir nutzen können, ist verteilte Hashtabellen. Viele haben bestimmt sowas schon gehört, gesehen. In der Vergangenheit. Wir haben also einen Haufen Daten, die über unsere Teilnehmer und unser Netzwerk, und wir werden die jetzt, wir wollen eine Identifikation haben, beziehungsweise einen Hashwert, und wir werden die in denselben Namensraum tun, also das ist derselbe Hash. Die unterschiedlichen Computer werden also den Content speichern, der das in der Nähe zu ihnen ist. Also ich bin eine Person an Position 3. Ich werde alle die Content-Hashes für 3, 4, 5, 6 speichern. Dann habe ich also quasi diesen Ausschnitt aus dem Content, aus dem Inhaltsraum. Und wenn ich Dinge finden möchte, dann finde ich einfach einen Knoten, den ich kenne, der in der Nähe von Ziel ist. Und wenn er in der Nähe von Ziel ist, dann kennt er sich besser aus. Und dann kann er mich weiterleiten. Das als ein Algorithmus, da gibt es ein paar Implementierungen dazu und die sind weit verbreitet und werden genutzt. Eine Sache ist, du kannst von außen so denken, wie ist eine einfache Datenbank. Du kannst Sachen reinschmeißen und Sachen rausholen und kannst mit den Daten dann Sachen machen. Und es hat diese schöne Eigenschaft, dass wenn es wächst, weil du mehr Nutzer hast, du kannst, jeder User bringt Daten, also jeder Nutzer bringt seine Daten, es wird also mehr Daten. Die Daten pro Nutzer müssen nicht unbedingt wachsen, aber die Daten bleiben bei all den verschiedenen Nutzern, also ist es da vielleicht nicht so groß. Der andere Block, den wir hier sozusagen haben, den Grundbaustein, ist, wie können wir Konsens erreichen in dezentralisierten Systemen? Also wie können wir uns auf etwas einigen, dass es irgendwie... This is what cryptocurrency really is relying on, is you have a bunch of nodes that okay. want to... Okay, das ist, wenn man also alles machen möchte. Okay, das ist ein generelleres Problem. Wir haben einen Satz von Systemen und in zentralisierten Systemen hat man das für eine ganze Zeit lang gehabt und das ist offensichtlich effizienter gewesen. Aber das Problem für Konsistenz ist in dem Fall, du kommst dann davon, wenn du schwächer bist. Wenn du jetzt ein Bedrohungsmodell hast, Sicherheit, also wenn irgendwas schief geht, dann registriert vielleicht was ein oder Kapier bricht ab. Und wenn eine Reihe von Nodes crashen oder nicht antworten, dann garantiert das System, dass die Daten eben konsistent sind. In der dezentralisierten Welt reicht das nicht aus. Weil man will, man braucht ein stärkeres Verständnis davon, wie die Daten ausschauen. Und das wird als BFT bezeichnet, Best Fault Tolerance. Und man kann die hinzufügen, die einfach irgendwelche zufälligen Nachrichten schicken, um eben solche Probleme zu simulieren.
Bitcoin dann came along, Bitcoin hat Proof of Work, mit Proof of Work angefangen. Are using sort of the scarce resource of also computation. So how many times you can hash something. Wie oft man etwas hashen kann. That gets used to as long as the you know majority. Solange die Mehrheit des Netzwerks eben dem zustimmt. Malicious things. They don't have enough power unless they are the majority. Man hat eben nicht die Möglichkeit, die Minderheit zu überstimmen. And that's switched der, now, I think, because of aufgrund von Umweltproblemen hat sich das jetzt geändert in Proof of Stake vorwiegend. Proof of Stake is, instead of using dabei werden keine Berechnungen als rare Ressource verwendet. One of the and so this is you know the also es gibt hier eine ganze Theorie darüber like, wenn man jetzt ein don't want to lose it and so drei davon hat will man es nicht verlieren und von den Ressourcen but in beiden Fällen cases, these are not, sind es systems keine Systeme die zu mehr Dezentralisierung führen. And one of the things that I think you know is und ein zentraler Punkt hier ist a lot of the problems for decentralized systems den Problemen von dezentralisierten Systemen ist das Problem von Sybil innerhalb des Systems haben wir keine feste Identität, also was ist ein Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern und die für andere Benutzer agieren können oder ähnliches. We can't das kann man nicht wirklich fest durchsetzen. Bei Google oder Facebook, die wenden sich an die Regierungen und identifizieren dann zum Beispiel mit einem Führerschein den Benutzer. Wenn man das nicht hat, diese externe Autorität, dann funktioniert das natürlich nicht in dezentralisierten Systemen. Stattdessen denkt man über Anreizsysteme nach, make it worthwhile to appear as damit man zum Beispiel keinen Anreiz hat, als mehrere Benutzer aufzutreten in so einem System. Der Nachteil davon ist, dass dieser Anreiz einen Anreiz für Zentralisierung darstellt. Also es ist besser, als eine einzelne Identität zu haben. Und so eine einzelne Identität wird dann eben immer mächtiger im Laufe der Zeit. Okay, das waren eine Reihe von Bausteinen. Jetzt schauen wir uns die Implementierungen an. Die DHTs, also die Distributed Hash Tables, haben wir. Sie wachsen. Sie also im Sinne von, sie haben immer mehr Benutzer. Und wenn man mehr Benutzer hat, dann hat man noch mehr Inhalte. Es gibt eine Reihe von Applikationen, die mit den aktuellen DHTs nicht umsetzbar sind. Wenn ich zum Beispiel viele Millionen Identifizierer habe, das sind eine ganze Menge Knoten. Right, so und you know, we can do something like man a few million kann ein paar torrents, Millionen Torrents haben, based on basierend auf dieser Userliste, aber kann man mehrere Millionen Dateien einzeln ansprechbar machen auf diese Art und Weise? Und das ist diese Frage, was ist ein Identifier? Wonach suche ich und was sind die Eingangspunkte für diese Suchen? Eine andere Beschränkung ist die Skalierung. Viele der Anwendungen, die wir haben wollen, sind von ihrer Natur her interaktiv. Also wir wollen was suchen und bekommen eine Antwort und auf eine Art und Weise, die mit Webbrowser kompatibel ist. Und DHTs brauchen asymptotisch lang, um eine Suche durchzuführen. Wenn die DHT größer wird, also von zwei, drei Leute, fünf oder mehr, wenn jede Anfrage 100 Millisekunden dauert, dann
nimmt das mehr und mehr zu und irgendwann ist es, kann es nicht mehr mithalten mit den zentralisierten Systemen. Dann geht es um Gossip-Netzwerke. Wenn ein Gossip-Netzwerk größer wird, dann kann es sein, dass wir in der Situation sind, dass so Sachen nicht mehr sagen kann, wie ich bin irgendwo in der Nachbarschaft, aber ich finde keine lokalen Items, weil ich nicht durch das ganze Netzwerk durchsuchen kann. Es geht also um die Netzwerkstruktur und wie man über Sachen nachdenken kann, die über das Gossip, das Lokale hinausgehen. Es gibt natürlich auch Anreize aus der echten Welt, die auf die Infrastruktur einwirken, dass wir dezentrale Netzwerke haben wollen. Also ein normaler Nutzer hat zum Beispiel eine Upload-Bandbreite, die beschränkt ist. Und das ist ein Breitbandanschluss, aber ja, wenn man andere Sachen nachdenkt, über Legacy zum Beispiel zwischen Endnutzern, wenn ich darüber nachdenke, bei einem zentralen System, die Legacy ist kleiner. Ich kann einfach mehr Kanten zu den Nutzern bauen. Und wenn sie näher an den Nutzer kommen, dann haben sie kleinere Latenzen. Und das ist 2015 bis 2010 und jetzt bis jetzt, die Latenz geht nicht wirklich nach unten. Das ist ein Haufen Knoten, die in Russland gehen ein paar Latenzen ein bisschen runter, aber so. Wir haben kein Geld, das da rein investiert wird, dass die Verbindungen transitiv werden und zwischen unterschiedlichen Endnutzern. Da gibt es keinen Incentive, keinen Anreiz, dieses Geld dort auszugeben. Also wenn wir da nicht was reinstecken, dann werden wir mit dieser Latenz leben müssen. Es wird nach oben gehen. Okay, ich glaube, ich komme langsam zu den Fragezeiten, aber ich möchte noch über die Eigenschaften reden, nicht nur über die Skalieren, wo wir nachdenken müssen. Das erste, was ich sagen möchte, ist, wenn wir mehr Metadaten exponieren, dann können wir verschlüsseln. Wir können zwischen den Inhalten hin und her wecken, aber die Größe können wir nicht unbedingt verschlüsseln. Ohne Server und Zwischenstationen sind alle diese dezentralisierten Systeme vielleicht bei Federgrid etwas weniger, aber auch dort und die Nutzer-IP-Adressen, die Identitäten, wo sie sind und mit was sie sich verbinden, das kann man zum Unterscheiden benutzen. Und es gibt keine wirkliche Garantie, wie privat du bist und wer du bist und mit wem du redest. Das kann man vielleicht abspionieren. Und deswegen wollen wir auch Modelle entwickeln, die sich dagegen wehren können. Also an einem gewissen Punkt, nachdem du aufgehört hast zu reden, wird das System deine IP-Adresse nicht behalten. Und wenn das ist momentan noch kein Gegenstand dieser Modelle. Deswegen möchte ich mit zwei Sachen aufhören, auf die ich zurückkomme, wenn ich über diese Sachen nachdenke. Das erste ist das Paper über die Unmöglichkeit der vollen Dezentralisierung von Blockchain. Und das ist quasi Konsens. Es sagt im Wesentlichen, dass das Unmachbare, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn du die Leute, die Anreize abschaffen möchtest, wir fahren in die Richtung von Leute dazu ermutigen. Ich glaube, das ist eine Frage, die ein Framing betreibt. Ist die Zentralisierung ein Anreiz, der in einem größeren Bild basiert, oder ist es das System selbst? Es ist nicht das System selbst, es sind die Einheiten um dein System herum, die den Anreiz haben, nicht Zentralisierung, Dezentralisierung zu haben. Das ist die Regierung, andere Dynamiken, die dich beeinflussen, und wir haben das nicht in unserem Problem. Und die Tech-Policy-Perspektive darauf ist in gleicher Weise, sagt im Wesentlichen, die sind sehr, sehr mächtig. Es gibt sehr mächtig existierende Identitäten, die versuchen, Sachen zu identifizieren.
Und das ist, warum wir diese Dezentralisierung brauchen, um zu verhindern, dass wir von diesen Sachen, von diesen Machtsystemen korruptiert werden. Das ist, woher die Motivation für Dezentralisierung hernehmen. Und das ist, glaube ich, wo ich aufhören möchte. Und hoffentlich haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Du bist leise für mich. Yes, danke, danke. Danke, ja. Ja, wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum. Das erste ist, was glaubst du über die Zukunft von dezentralisierten sozialen Medien? Muss da noch ein großes Event passieren, dass die dezentralisierten sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit abbekommen? Das ist eine gute Frage. Soziale Medien sind interessant und problematisch in beiden Fällen. Das ist etwas, worüber wir nicht gehabt haben in herkömmlicher Weise. Also eine Frage ist vielleicht einen Schritt zurückzulaufen und zu überlegen, was möchte man eigentlich? Ein Teil der sozialen Medien ist du und deine Freunde. Wir können auch und wir machen das auch, Sachen delokalisieren. Die geben uns die gleichen Möglichkeiten, aber herauszufinden, wie man eine Berühmtheit verbreiten kann, ist sehr viel weniger entwickelt. Also Teil dieser Sache ist, es gibt dieses Potenzial, die zukünftige Technologie das besser zu machen. Und ich glaube, da bin ich optimistisch, dass es liegt einfach noch vor uns. Eine andere Frage, die auch in diese Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Benutzererfahrung. Können wir abstrahieren von Dezentralisierung für den durchschnittlichen Benutzer? Da gibt es einige Sachen. Wir haben natürlich Bibliotheken und Muster, die für bessere Benutzererfahrung sorgen. Wir sehen also auch leichter benutzbare, endnutzerkompatiblere Systeme, die Blicke in dezentralisierte Netzwerke bringen, wie zum Beispiel Maniverse oder Planetary, das sind mobile Apps, die kannst du einfach haben, oder Radical, das ist eine Desktop-App, die Git und andere dezentralisierte Netzwerksichten anbieten, die nicht groß aufgesetzt werden müssen und nicht schwere Arbeit machen. Und wir haben Blöcke, Grundblöcke, Bausteine, die nicht so hart sind, die zu integrieren. Und eine technischere Frage, die gerade reinkam: Was glaubst du von den Trades, die zwischen einzelnen Sprungen ein Einzelhop DHTs sind? Okay, das ist eine interessante Frage. Da gibt es viele Gedanken dazu. Eine Sache, die du sagen könntest, ist, ein federiertes System externen, also lagert diese vereinten Ressourcen aus, hochverfügbare Knotenpunkte, die DHT ausmachen und andere Knoten, die Anfragen machen, wenn das selbst organisiert ist, dann kann man da Vorteile rausnehmen von der Heterogenität und damit bist du mächtiger und hast du mehrere Layer und Hierarchien, wo manche DHT-Knoten zum Beispiel in kleinere Zentren weiterleiten. Das ist natürlich mächtiger. Und du endest am Ende bei einer Situation, wo du vermutlich einige dieser Log-N-Latenzen loswerden kannst, um ein bisschen mehr zu skalieren. Und es sieht mehr aus wie Zentralisierung, weil es weniger Knoten im Zentrum gibt. Und wenn du dezentralisierte Systeme richtig weit runter gehst, dann kann es auch echt ängstlich werden. Also das ist ein Trade-off. Die nächste Frage, die Popularität von Kademi. Haben Wahrscheinlichkeitsmodell die dezentralisierten Systeme gewonnen oder sind sie besser für Dezentralisierung geeignet? Eine sehr spannende Frage. Ich glaube, Demia hat, ich weiß nicht, vielleicht nur, weil das hängen geblieben ist, aber es ist, ich kann da einfache Sachen sehen. Wir können diese verteilten Systeme sind oft schwierig darüber zu argumentieren.
um das nicht zu verstehen. Ich habe eine Sache mal gemacht und das ist eine Sache, die ich daraus mitnehme, ist, es gibt nur drei oder vier Dinge, die in all diesen Sachen zugrunde liegen. Wir müssen nicht einen riesengroßen Designraum angucken. Ich bin nicht unbedingt überzeugt, dass wir nicht auch noch andere Modelle von Dezentralisierung finden können, mit anderen Eigenschaften, die wir halt noch nicht gefunden haben. Ich glaube also, das ist ein Nein. Und die letzte Frage, glaubst du, dezentralisierter schreibbarer Speicher ist, wird gefährlich, wird giftig? Lipchen ist ein vergifteter Datensatz? Nein, ich glaube darüber hinaus. Es gibt eine nachvollziehbare Geschichte für diese Systeme, wie man die bereinigt und verfügbar macht und interoperabel macht. Ich glaube, Nutzer versuchen, Nein zu voten, die Option, Daten zu speichern. Und wenn du dann die Daten speichern möchtest, damit du sie also festnageln möchtest, damit du sie für andere verfügbar machst, als Knotenpunkt, dann kriegst du eine Beschwerde, dass etwas illegal ist, dann kannst du sagen, okay, diese Daten werde ich nicht weiter speichern und jeder User im System kann dann halt diesen Datenpunkt nicht mehr aufrufen. Also es gibt unterschiedliche Regulatoren, unterschiedliche Rahmenbedingungen und ich glaube, das ist genug. Die größere Frage ist doch, wird dann die Software in derselben, im selben Licht gesehen wie BitTorrent? Das ist, glaube ich, eher eine philosophischere Frage. Ist eher eine Wahrnehmung als eine Sache, mit der du Dinge begegnen kannst. Okay. Ja, vielen Dank. Das waren die Fragen. Vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und danke, dass du die Fragen des Publikums beantwortet hast.